Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommen, eine Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines, dann müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil die sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter, unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu TraderFox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der TraderFox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. So, der nächste Wert ist Infineon. Gleich mal ein Blick auf die Termine. Am 6.2. kommt der Q1-Bericht, am 23.2. die Hauptversammlung. Also es ist ziemlich früh. Analysteneinschätzung habe ich gesehen, Goldman Sachs 47,5 und Warburg 46. Wir sind momentan sind wir so um die 37,5. Positiv wird insgesamt gesehen, dass weiter die Anwendung in Automobilindustrie und erneuerbare Energien gesucht wird. Als negativ wird erachtet, dass in dem Bereich PCs und Smartphones nicht mehr so viel nachgesucht oder nachgefragt wird. Das ist der Monatschart. Das hier war das Corona-Low. Da waren sie bei 10 und dann gingen sie hoch bis zu diesem Punkt, die 43,76. Das ist nicht das All-Time-High. Das All-Time-High war in 2000 bei 80,21. Von der Monatssicht her muss ich sagen, sehen die nach wie vor in Ordnung aus. Vor allem diese eine Kerze hier, die 1,2 vorangegangene, relativ locker überwunden hat, gibt einen guten Boden. Also dieser Bereich hier um die 44 ist auf jeden Fall ein markanter Widerstand. Sind wir noch 7 Euro von weg. Monatlich sieht es okay aus. Wöchentlich gelten sie als hoch, aber sind noch in Ordnung, weil hier der Trendfolge auch noch in Ordnung ist. Das ist eine schöne Bewegung. Na, hier einmal ein Hammer, dann rausgelassen, macht es den nächsten Hammer, gefolgt von einem Doji und auf geht's. Das ist schon hochinteressant. Dieser Bereich hier, das ist das Hoch vom 31.07. Bei 40,32 ist für mich die wichtigste Marke auf dem Weg zu diesem Mehrjahreshoch hier bei 43,80. Aber es sieht, hier sieht es noch nicht so, also ich gehe jetzt mal hier rüber mit der Maus. In der Stochastik ist es ein bisschen weicher, aber es ist definitiv noch kein Verkaufssignal. Gucken wir auf den Tag. So, ist auch seit Ende Oktober eine schöne Bewegung. Fast ohne Korrektur. Hoch, seitwärts. Und dann hier einfach nur ein bisschen hoch. Und jetzt kommt mal eine. Wäre auch schön, wenn sie auf die 20-Tage-Linie gehen würden. Auffallend ist auch hier, wenn solche starken Bewegungen kommen, dann reicht ein kleines bisschen nach unten. Ein kleines bisschen, um hier die gesamte Technik sofort zum Kippen zu bringen. Das ist ein mathematisches Phänomen. Eins wollte ich hier noch reinbringen, und zwar das hier. So. Erste Unterstützung, 20-Tage-Linie bei 37,54. Dann, stimmt das? Ja, das stimmt. Nee, das stimmt doch gar nicht. Falsche Anzeige. 36,80 ist die erste Unterstützung. Ich finde allerdings, vor diesem Hintergrund hier, von den beiden fallenden Techniken, könnten die ein wenig weiterfallen. Und da bietet sich Folgendes an. Das 38,2er, hier bei 34,64 und dann dieser Chartpunkt hier, da habe ich so eine längere Linie gezogen, den kann man sogar noch ein bisschen runternehmen bis zu 33,68. Also die Zone 33,70 hoch bis zur 34,64 ist meines Erachtens nach ganz gute Unterstützung, sowohl von Fibos als auch vom Chart, als auch von den unteren Bollinger Band.
Aber dahin könnten Sie nochmal gehen. Für den Fall, dass Sie da hingehen und sich dann die Technik weiter abgebaut hat, finde ich diesen Schein hier ganz interessant. Das sind 32,25er. Da sind wir hier. Der ist dann relativ knapp, zugegeben. Ja, wer es ein bisschen sicherer will, der muss unter die 26,97 gehen, sagen wir mal im Bereich 26 zum Halben. Aber den werde ich mir ganz genau anschauen, wenn wir in diese Clusterzone hier eintreten. Ich habe auch einen Put 44,07, da muss ich den Schaden ein bisschen machen. Das ist hinter diesem Hoch, was wir hier hatten, vom 1.11.21 mit 43,84. Der liegt hier hinter 44,07. Den kann man durchaus spielen, wenn die 20-Tage-Linie mit Schlusskurs unterboten wird, mit Blick hier auf diesen Clusterbereich. Ich warte lieber mal ab, wie die sich da verhalten, hier in diesem Bereich, um dann weiter zu schauen, ob man da was machen muss. Aber im Prinzip, ich habe fast keine negative Analyse gefunden. Ich habe gar keine negative Analyse gefunden. Die liegen alle weiter hier oben, so zwischen 45 und 50. So gesehen nicht verkehrt. Und jetzt kommen wir zu einer Aktie, die viele Leute mögen, die SAP. SAP, Monatschart, an die Geschichte könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Da sind die mal an einem Tag 24% gefallen. Eigentlich ohne nennenswerten Grund. Die haben einfach nur gesagt, naja, so toll sieht es momentan nicht aus. Aber die haben kein Profit-Warning oder sowas gegeben. Und dann kamen die dann da mit einem riesen Gap rein von, ich glaube, 125 auf 105. Das war schon heftig. Und dann ging es runter bis 90, haben sie erholt, haben das nochmal unterboten, haben jetzt einen, wie ich finde, doch sehr markanten Boden gebaut, um die 80 rum. Dann sind sie heimlich still und leise gestiegen, sieht man gleich im Wochenchart noch mehr. Gelten noch als okay über das MACD, ganz, ganz leicht abfallend, eben durch den letzten Monat, durch den Dezember. Und wir sind auch hier ein bisschen hoch. Also die müssen zusehen, dass sie hier, das ist das All-Time-High, dass sie hier drüber gehen. Aber gucken wir erstmal ganz kurz auf die Zahlen bzw. Termine. 24.01. Remarket, Jahresabschluss 23. Und am 22.04. ist das erste Quartal. Huffhaus am 15.05. Und die SAP sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie irgendwie Dividende zahlen. Also die zahlen was, aber das müssen die auch als DAX-Wert. Aber das ist, also wegen der Dividende kauft man keine SAP. Die haben folgendes Problem momentan. Also wenn ich jetzt, die haben die Berichterstattung, sind die dabei zu ändern. Ich habe das mal aufgeschrieben. Die wollen die Aufwendung für aktienbasierte Vergütung in das Betriebsergebnis einfließen lassen. Ganz ehrlich, da bin ich nicht Buchhalter genug, um das jetzt beurteilen zu können. Interessant ist aber, dass daraufhin viele Banken ihre Analysen ändern. Das geht also von ganz schwach, Warburg und Jefferies 115, zu sehr hoch, UBS 168, zu, naja, ein bisschen höher als wir jetzt sind, Bader, Berenberg, Barclays zwischen 140 und 145. Ich kann das nicht beurteilen, wie diese Änderung der Berichterstattung da wirklich jetzt einen Kurseinfluss hat. Ich weiß es nicht. Kann ich echt nicht sagen. Ich muss mich auf die Technik verlassen. Und jetzt gehen wir mal auf die Woche. Und das ist die Woche. Hier sieht man, gerade eben im Monat auch schon, hier ist ganz, ganz wichtige Unterstützung bei der 118. Also da sollten Sie jetzt tun, dies nicht runtergehen. Allerdings auf Wochensicht, vor dem Hintergrund eines Erreichens eines neuen All-Time-Highs und dem sofortigen Abverkauf, ist das nicht schön hier. Weder in der Stochastik noch über das MACD. Da habe ich also so ein kleines Ziel bei auch 131. Und das nächste erst hier weiter unten. Gucken wir auf den Tag, ob der mehr bringt. Das ist die Geschichte. Ich mag persönlich solche Bewegungen nicht so. Einfach nur hoch. Und es war auffallend, nach ein paar Tagen konnte man das sehen, die waren nie innerhalb der ersten 6, 7 Werte im Eurostoxx als beste Werte. Die waren immer im Mittelfeld. Das ist also an mir auch völlig vorbeigegangen. Jeden Tag sind die so ein Viertel, ein halbes, ein Drittel, 0,75% gestiegen, ohne Korrektur. Zack. Ja, also das war ganz schwierig zu sehen. Manchmal, wenn Werte dann größer steigen oder fallen, sind sie ganz oben oder ganz unten in der Eurostoxx-Liste, auf die ich sehr gerne schaue, die waren immer im Mittelfeld. Immer im Mittelfeld, immer Plus und immer im Mittelfeld. Die Volumina waren jetzt auch nicht so gewaltig, aber wie dem auch sei. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben hier das All-Time-High erreicht, das sind diese 149,30.
Jetzt sind wir runter. Am Donnerstag gab es diesen Hammer, der ist jetzt sehr wichtig. Wenn der hält, die nächsten 2-3 Tage, hat sie vor dem Hintergrund dieses sehr tiefen Indikators hier und auch von der Stabilisierung im MACD hier, hat sie durchaus die Chance, locker wieder da hochzugehen, kurzfristig. Aber das Ding muss halten. Wenn der nicht hält, habe ich das Ziel so um die 120 rum. Gibt es hier noch eine kleine Unterstützung bei 131? Die hatten wir gerade eben auch im Wochenchart. Das ist die nächste Unterstützung. Aber dafür muss dieser Hammer gebrochen werden. Im Moment, vor dem Hintergrund des Hammers und eines doch deutlich überverkauften Marktes, sowohl im MACD als auch über die Stochastik, hat sie die Chance hochzugehen. Jetzt darf sie nur nicht an der 20-Tage-Linie 143,90 verhungern. Da habe ich diese Scheine hier. Zum einen eben ein Schein, der unter diesem für mich sehr wichtigen Support bei 118 liegt, und zwar bei 117,55. Das ist der eine, das ist, wenn der Freund jetzt hier der Hammer nicht hält und sie so in Richtung 130, 131 gehen, ist das die erste Option meiner Wahl. Und dann haben wir aber auch einen Put, den habe ich auch reingeschrieben, 155 ist hier oben. Den gucke ich mir dann an, wenn wir hier nur bis zur 20-Tage-Linie gehen, es nicht drüber schaffen und dann hier wieder verhungern und uns auf den Weg nach unten machen, dann schaue ich mir den an, 155,89, KH9306. SAP ist nicht unbedingt einer meiner favorisierten Werke, aber ich will da auch auf jeden Fall mal mehr drauf schauen, als ich das bisher getan habe.